Guten Morgen, bei uns sind Antje Tillmann, die finanzpolitische Hallo. Sprecherin der Unionsfraktion. Guten Morgen Ihnen. Guten Morgen. Und Kai Gottschalk ist da, der finanzpolitische Sprecher der AfD. Auch Ihnen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Tillmann, Herr Gottschalk, die Rahmendaten habe ich eben schon gesagt. Das ist die zweithöchste Verschuldung, die es in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat, mit 180 Milliarden. Auf der anderen Seite, wenn man mal zurückguckt, Anfang des Jahres wäre selbst eine Milliarde Neuverschuldung ein Horrorszenario gewesen, hätte möglicherweise zu finanzpolitischen Verwerfungen in der Koalition geführt, jetzt diese hohe Summe. Deswegen die Frage, ist das, was als schwarze Null über all die Jahre gehegt und gepflegt wurde, vielleicht auch ein bisschen überbewertet worden oder zu stark betont worden, wenn man sich jetzt anguckt, was ja eigentlich doch geht und das Land geht eh nicht unter? Nein, gerade nicht. Wenn wir die schwarze Null in den letzten 10 Jahren nicht als wichtiges Zeichen im Haushalt gesehen hätten, dann hätten wir jetzt den Spielraum für die Krise nicht. Wir haben 2005 mit 85 Milliarden Euro Neuverschuldung pro Haushalt angefangen. Wenn wir das weitergeführt hätten, dann hätten wir das Spiel nicht. Wir haben 59% Schulden vom BIP gehabt vor der Krise und haben jetzt Spielraum, den wir ja auch nutzen, um die Krise und die Folgen der Krise abzudämmen. Die schwarze Null hat sich gerade bewährt. Ist auch die Argumentation des Finanzministers. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, viele Investitionen sind dadurch in den vergangenen Jahren nicht zustande gekommen. Und wir ständen vielleicht auch mit einer etwas höheren Verschuldung in den vergangenen Jahren besser da, was Infrastruktur anginge, beispielsweise bei den Krankenhäusern, aber vielleicht auch bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, Stichwort Gesundheitsämter. Wir haben ja in den letzten 10 Jahren auch jede Menge Investitionsprogramme gemacht. Wir haben die Kommunen massiv unterstützt bei der Sanierung von Schulen und Kindergärten. Wir haben investiert in den Gesundheitssektor. Wir haben auch im konsumtiven Bereich Gehälter von Pflegekräften angepasst. Es ist nicht so, dass wir trotz schwarzer Null nichts gemacht hatten. Wir hatten den zweithöchsten Forschungsbereich, um auch die Steuereinnahmen der Zukunft zu sichern. Schwarze Null hieß nicht keine Investitionen, sondern wir haben beides gemacht. Herr Gottschalk, wie hätten Sie die finanzpolitischen Probleme, die jetzt da sind, dieser Pandemie zu lösen versucht? Also zunächst einmal werden auch Probleme, das ist mein Eindruck, gelöst, die man mal so en passant gerne mitlösen wollte. Sie hatten die Haushälter hier, wir haben eine Rückstellung von über 48 Milliarden, die hätte man vielleicht erstmal aufbrauchen müssen und nicht auf Sicht fahrend, für mich ein kleiner Rechtsbruch, verfassungstechnisch für den Haushalt 2022 verwenden sollen. Ganz klar war eine Forderung von uns, und da hat sich die Union ja sehr schwer getan, den Soli sofort abzuschaffen. Ich glaube, deutlich wäre mal geworden, die Menschen, die arbeiten, den Mittelstand deutlich zu entlasten. Mein Eindruck ist eben, es wird nicht nur eben gegen die sogenannte Pandemie, und da können wir ja auch drüber diskutieren, inwieweit diese Krise verursacht wurde durch ein an vielen Stellen falsches Verhalten. Wir werden kritisiert, dass wir im Sommer keine Maßnahmen beschlossen haben. Wenn wir nach Asien schauen, da wirken Maßnahmen. Also insgesamt hätte ich mir in den letzten Jahren gewünscht, Entlastung, ganz klar, Soli weg und auch eine Abflachung des sogenannten Progressionsbauches. Da hätte man gute Maßnahmen geschaffen und die Infrastruktur stärken. Sie haben es gesagt. Ja. Ich glaube, es werden eben EU-Ziele verfolgt. Spanien, Italien sind gerettet worden mit 80 Milliarden Geschenke, 70 Milliarden etwa für Spanien. Und deswegen schreizt man, glaube ich, gerade diesen Spielraum Pandemie als Totschlagsargument aus. Müssen wir mal gucken, dass wir nicht allzu viel auf einmal hier verarbeiten, genau, sondern der Reihe nach vorgehen. Deswegen würde ich den ersten Punkt, den Sie genannt haben, erstmal auch nochmal aufgreifen. 48 Milliarden Reserve, Sie meinen die Flüchtlingsreserve, nehme ich an, oder? Das sind die Rücklagen, die wir jetzt im Haushalt haben, um vor allen Dingen in 2022 die Haushaltsreserve entsprechend einen ausgeglichenen Haushalt herzustellen. Die spiele ich an. Und das hat Herr Kirchhoff, da befinde ich mich auch in guter Gesellschaft, auch kritisiert, bevor man also tatsächlich, Sie haben es eben angesprochen, 180 Milliarden Neuverschuldung aufnimmt, doch vielleicht erstmal die Rücklagen abbauen und sehen, wo kann man an anderer Stelle einsparen. Es gibt einmal diese Gelder, die noch da sind, Frau Tillmann. Es gibt auf der anderen Seite aber auch in dem Haushaltsplan für das kommende Jahr nochmal 35 Milliarden in einem Lehrtitel, wie das so schön heißt, globale Mehrausgaben, von denen man noch nicht ganz genau weiß, wo man sie dann einsetzen will. Man will sie einfach so als Rückhalt haben. Wäre das nötig gewesen unter den Bedingungen, oder hätte man vielleicht das doch ein bisschen anders rechnen sollen? Also wenn man sich den Haushaltsentwurf 2021 ansieht, dann sieht man, dass das Finanzministerium viele Risiken nicht in den Entwurf eingebaut hat. Wir mussten ja jetzt in den Haushaltsberatungen die ganzen Covid-Folgen noch zusätzlich einstellen. Deshalb ist ja auch die Verschuldung deutlich noch gestiegen. Zum Beispiel für die Novemberhilfe waren 2 Milliarden Euro eingestellt. Tatsächlich wird sie wahrscheinlich 30 kosten. Wir wissen, dass wir bis zum 10. Januar die Unternehmerinnen und Unternehmer noch mit Beschränkungen belasten müssen. Und dafür gibt es auch noch keine Vorsorge. Deshalb ist es richtig, diese Summe einzustellen. Für die Impfstoffe ist eine Summe geschätzt, aber wenn wir mehr Impfstoffe bekommen, möchten wir die natürlich auch sofort bezahlen können. Deshalb ist es gut, diese globale Mehrausgabe einzustellen. Sie ist unter dem
Deckel des Haushaltsausschusses, also das Parlament muss diese Summe freigeben. Deshalb glaube ich, dass es richtig ist, sie jetzt zu sagen und nicht erst im Laufe des Jahres über einen Nachtragshaushalt einzustellen. Spielt ja vielleicht auch eine Rolle, dass Geld im Moment relativ billig ist und keine hohen Zinsbelastungen verursacht. Was spricht dagegen, Herr Gottschalk, dass man sich eine Reserve schafft in einer Zeit, in einer Situation, in einer Lage, die man beim besten Willen nicht seriös für das nächste halbe Jahr vorhersagen kann? Nun, erstens haben wir das Grundgesetz, damit es ja gerade in Krisensituationen gilt. Ich spiele hier auf den Artikel 115 Grundgesetz an und der verpflichtet uns zum Jährlichkeitsprinzip. Wir haben 48 Milliarden, die liegen dort, die hätten eben verbraucht werden müssen. Wir haben ein weiteres Risiko, wer soll das bezahlen? Wir haben den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der ergibt eine große Dunkelziffer. Wir haben dort 400 Milliarden Euro Garantieverpflichtung, 200 über Kreditermächtigungen, 200 Milliarden. Das sind 600 Milliarden, die auch noch mal im Raum stehen. Und ich denke, die Schulden von heute, das sind immer, das habe ich so gelernt, die Steuern von morgen. Und nach wie vor haben wir eine sehr hohe Steuer- und Abgabenquote in Deutschland. Das sorgt mich, wie wir also tatsächlich dann auch mit Werf aus dieser Krise wieder herauskommen sollen. Und ich glaube, da sind die Weichen einfach falsch gestellt worden. Frau Thiemann. Also wir halten Schuldenbremse ein. Ich war Berichterstatterin meiner Fraktion, als die Schuldenbremse verhandelt wurde. Und wir waren damals ja nicht naiv. Wir haben ja Notsituationen eingeplant. Das heißt, wir nehmen jetzt von der Sondersituation des Satzes 2 Gebrauch, was den großen Vorteil hat, dass diese Schulden immer auch mit einem Tilgungsplan versehen sein müssen. Und das haben wir getan. Wir haben diese Verschuldung 2020 und die Verschuldung 2021 mit einem Tilgungsplan versehen. Und was wir auch machen, wir investieren ja in Zukunft. Wenn wir in Digitalisierung investieren oder in Forschungsförderung, dann hoffen wir ja damit auch künftige Konjunktur anzukurbeln. Und in dieser Kombination gehe ich im Moment davon aus, dass Steuererhöhungen nicht anstehen, weil die Konjunktur, sobald wir die akute Krise hinter uns haben, auch wieder anspringen wird. Dann nehmen wir sie über Bord. Und die Wirtschaft läuft ja überraschenderweise noch gut, muss man ja erstaunlicherweise sagen, irgendwie, um von der Börse mal ganz zu schweigen, Herr Gottschalk. Nun, also wir werden, denke ich, die Bremsspuren dieser Krise bedingt durch Insolvenzrecht, durch die Maßnahmen, die Novembermaßnahmen erst im Frühjahr ganz abschätzen können. Weil wir jetzt sehen, die deutsche Lufthansa entlässt 29.000 Beschäftigte. Die Lufthansa hat aber auch gesagt, es wird im nächsten Jahr weitergehen. Und ich denke, die Lufthansa wird da nicht alleine sein. Das heißt, die Bremsspuren und die Folgen dieser Krise, die werden erst im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres tatsächlich für uns alle sichtbar. Und ich glaube, dann werden wir weiterhin mit wegbrechenden Steuereinnahmen in den Kommunen, Stichwort Gewerbesteuer, rechnen müssen, wegbrechenden entsprechenden Einkommenssteuereinnahmen, 29.000 gut bezahlte Plätze bei der Lufthansa. Also das wird uns, glaube ich, noch länger sorgen. Und nochmals, ich glaube, man hat zum Teil hier falsch in der Krise reagiert. Das haben wir auch mehrmals angemahnt. Und die Folgen werden nächstes Jahr sichtbar. Ich kann sagen, vor der Bundestagswahl, soweit kann ich fast sagen, hoffe ich, dass dafür auch dann ein Denkzettel ausgeteilt wird. Aber dass die AfD im Sommer für strengere Maßnahmen gewesen wäre, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Das kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Und Ihre Argumentation passt ja nicht zusammen. Sie beanstanden, dass wir viel Geld ausgeben und auf der anderen Seite weisen Sie auf die Probleme hin, die wir alle noch nicht gelöst haben. Ich glaube, dass wir ein gesundes Mittel gemacht haben. Wir haben das Geld, was wir im Moment uns leisten können, zur Verfügung gestellt. Denn einen Arbeitsplatz zu retten, ist immer noch billiger, als einen Arbeitsplatz neu zu schaffen. Und im Frühjahr, im Herbst rechnen eigentlich die Wirtschaftsweisen auch damit, dass die Konjunktur wieder anspringt. Von daher glaube ich, es gibt für schlechte Nachrichten im Moment keinen Anlass. Wir haben im Moment eine gute Situation für die Unternehmerinnen und Unternehmen. Und wenn nachzusteuern ist, dann werden wir nachsteuern. Über die Brücke gehe ich nicht rüber. Und nochmals, wir haben vernünftige Maßnahmen angemahnt. Und ich glaube, die Weichenstellung ist im letzten Jahr oder Anfang des Jahres verpasst worden, indem man dort nicht entschlossen die Grenzen geschlossen hat, was wir klar gesagt haben. Das war völlig absehbar. Und wenn das Virus erstmal eingeschleppt ist, was wir jetzt ja sehen, dann haben wir den Salat. Im Wesentlichen von Urlaubsrückkehrern eingeschleppt worden ist. Ja, aber nochmals, ich bleibe dabei. Es werden gerade viele Träume und Wünsche unter dem Deckmantel Corona erfüllt, die so nicht möglich wären. Und das kritisiere ich am allermeisten. Dass wir jetzt die Situation haben, uns da auch der Verantwortung stellen müssen, ist klar. Aber nochmals, wir mahnen seit 2-3 Jahren an, Sie haben es angesprochen, der Spielraum war da angeblich nicht da, endlich den Soli abzuschaffen, entschlossen auf die Menschen zuzugehen, dort für Wirtschaftsbelebung zu sorgen. Und die Digitalinvestitionen, die Sie ansprechen, das sind doch die Versäumnisse von gestern. 5G, 4G, die Funklöcher sind nicht erst seit gestern und mit der Corona-Krise bekommen. Das heißt, Sie holen jetzt im Zuge der Corona-Krise Dinge nach, die durch die schwarze Null oder eine falsche Einteilung.
wollen, weil das Geld ja schon seit 5 Jahren im Haushalt steht. Das ist ja nicht am Bund gescheitert. Und ich finde absolut richtig, dass wir in Digitalisierung investieren. Da bin ich dabei. Dass wir jetzt das Konjunkturpaket nutzen, um Zukunftsinvestitionen zu machen. Übrigens auch in den Umweltschutz. Das passt doch zusammen. Wir könnten doch, diese beiden Programme müssten wir doch sowieso machen. Und wenn wir damit Konjunkturprogramme auflegen können, damit die Wirtschaft wieder anspringt, finde ich, das ist sehr ausgewogen. Und genau das, was wir uns für die Zukunft vorstellen, damit im neuen Jahr die Steuereinnahmen auch wieder sprudeln. Da bin ich dabei als Finanzer, das wünsche ich mir natürlich auch, weil das schafft Spielraum, aber ich sehe es halt kritisch. Da ist auch eine Brücke gewesen, über die auch Kai Gottschalk mitgegangen ist, interessanterweise. Es gab zuletzt einige Kritik an den Corona-Hilfen für Unternehmen. Da hieß es dann, die haben viel mehr bekommen, als sie eigentlich gebraucht hätten. Sie haben mehr Gewinne gemacht, als sie unter regulären Bedingungen gemacht haben. Hat man bei der Ausformulierung oder Beschreibung, wer unter welchen Bedingungen, es ging vor allem ja um den Gastronomiebereich, wer da unter welchen Bedingungen welche Hilfen bekommt, haben da auch die Finanzpolitiker im Bundestag nicht genau genug hingeguckt? Also ehrlicherweise muss ich sagen, dass wir darüber erst informiert worden sind, als es schon öffentlich war. Ich als Steuerberaterin bin über die 75% des Umsatzes schon auch gestolpert. Da war es dann aber einmal auf dem Markt, da konnte man das auch nicht mehr zurückfahren. Tatsächlich kann man es vielleicht rechtfertigen dadurch, dass Gastronome ja nicht nur den November als Problem hatten, sondern das ganze Jahr schon. Und wenn man es aufs Jahr hochrechnet, könnten die Hilfen auch tatsächlich die Verluste ausgleichen. Aber eins ist auch klar, in der Größenordnung können wir das im Januar nicht weitermachen. Denn tatsächlich ist 75% vom Umsatz, wenn ich meine Fixkosten erheblich reduzieren kann, mehr als Gewinn in den Gaststätten. Aber nochmal über das Jahr verteilt wird sich das wahrscheinlich so ausrechnen, dass die Gastronomen dann auch die anderen schweren Monate überstehen. Was machen wir, Herr Gottschalk, im Januar, Februar, März? Es ist ja jetzt schon wieder in der Diskussion, auch möglicherweise nach Weihnachten den Einzelhandel zumindest zu beschränken. Es ist noch eine sehr verhaltene Diskussion. Es gibt noch keine Beschlüsse. Es wird noch beraten werden müssen. Aber was passiert im Januar, Februar, März? Und vor allem, wie soll dann dem Handel geholfen werden, Ihrer Meinung nach? Eine sehr gute Frage, insbesondere weil jetzt ja sogar selbst im Internethandel Lieferengpässe zu beklagen haben. Also insgesamt ist die Situation alles andere als schmeichelhaft und schön. Nein, also wie gesagt, wir müssen jetzt abwarten, wie sich tatsächlich die Entwicklung bei Corona nach Weihnachten zeigt. Und ich denke, ähnlich von Asien zu lernen, entsprechend ein Gesamtkonzept nicht nur für Januar, Februar, also auf sich zu fahren, das ist nämlich mein Eindruck, sondern wirklich zu sagen, wie gehen wir jetzt zusammen die nächsten 6 Monate an? Wie kann das Konzept aussehen und nicht an den falschen Stellen für mich eben doch Effekthascherei ein wenig zu betreiben. Also gerade die Gastronomen, die haben sich an mich gewendet und gesagt, wir haben doch gerade die Hygienekonzepte eingehalten. Es ist kaum bekannt gewesen, dass gerade in Restaurants, die das eingehalten sind, diese Ansteckungsketten waren und da hauen wir drauf. Ich fordere ein vernünftiges Konzept und keins, was jetzt... Welches denn? Stellen Sie es doch mal vor, was Sie anders machen würden. Nochmals, ich bin hier an der Stelle kein Mediziner. Nur wir haben ganz klar gesagt, nicht dort entsprechend mit Maßnahmen anzusetzen, wo es aus unserer Sicht, und das zeigt ja auch das Plateau, was sich jetzt gebildet hat, nicht greift. Und die Gastronomen, denke ich mal, die mussten da für viele Dinge herhalten, waren sozusagen eine Art Opfer. Also würden Sie eher die Schulen schließen als die Gastronomie? Wenn dann medizinisch erwiesen sein sollte, und wir haben Studien gesehen, ich habe sie gelesen, dass dort Spreader sind und Kinder gerade unerkannt sich infizieren, dann sollte man es wissenschaftlich angehen. Aber man kann nicht dort dann ansetzen, um dann für die Galerie für Politik zu betreiben und dann auch sagen, naja, jetzt müssen wir die Novemberhilfen zahlen. Das ist genau das an den Maßnahmen der Pandemie, was ich kritisiere. Und nochmals, lassen Sie uns zusammen nach Asien schauen, Japan, Taiwan, die haben es sehr gut in den Griff bekommen und vielleicht können wir da mal was von lernen. Ich höre seit März, dass die AfD sagt, diese Covid-Krise gibt es gar nicht und jetzt kommen Sie und sagen, Sie hätten andere Konzepte sich vorgestellt. Finde ich ein bisschen schwierig, dazu hatten Sie jetzt 6 Monate Zeit, die anderen Konzepte vorzustellen. Nochmals, Sie greifen einzelne Meinungen in der Partei raus und dass die Covid-Krise sicherlich beschleunigt wurde durch Maßnahmen, die wir für nicht zielführend halten. Das liegt für mich ganz klar auf der Hand und das sagt auch die Wissenschaft. Also da befinde ich mich mal auf ganz sicherem Terrain. Und jetzt muss ich Sie leider unterbrechen.